Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch-Tutorial-Reihe. Heute bauen wir unser Character-Level-RNN ein bisschen weiter. Und zwar wollen wir heute aus unseren Daten, die wir letztes Mal eingelesen haben, Tensoren basteln. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Funktionalität hier. Und Funktionalität kommt von Funktion, deswegen, ja, hier oben erstmal natürlich Torch importieren. Ups, Import Torch. So. Wenn wir unsere Fackel haben, dann können wir hier weitermachen und zwar können wir jetzt alles abfackeln, nein Spaß. Wir wollen natürlich als allererstes mal, wir brauchen, um tatsächlich hier einen Charakter zu definieren, brauchen wir irgendeine Art und Weise, wie wir das Ganze jetzt in Tensor packen. Und der Standard für Buchstaben ist eigentlich ein One-Hot-Encoding. Was bedeutet das jetzt? Nehmen wir einfach mal an, ich habe meine Buchstaben und die definiere ich mir jetzt erstmal hier, beziehungsweise ich definiere sie mir oben drüber. Meine Letters, also meine Buchstaben, ist gleich das da. Und jetzt schreibe ich einfach mal Letters hin. Denn die werden wir jetzt noch brauchen. So, nehmen wir einfach mal an, meine Letters wären nur A, B und C. Dann habe ich drei Möglichkeiten. Also das jetzt hier nicht als Liste gesehen, sondern ich habe halt die Möglichkeit, dass es ein A ist, ein B ist oder ein C ist. Dann habe ich drei Möglichkeiten. Und was ich dann als One-Hot-Encoding mache, ist einfach folgendes. Wenn der Buchstabe ein A ist, dann schreibe ich 1, 0, 0. Wenn der Buchstabe ein B ist, dann schreibe ich 0, 1, 0. Wenn der Buchstabe ein C ist, schreibe ich 0, 0, 1. Und was anderes gibt es nicht. Es gibt kein 0, 1, 1 oder sowas. Denn da müsste der Buchstabe gleichzeitig ein B und ein C sein, also quasi Schrödingers Buchstabe. Kann aber nicht sein, weil wir die Namen halt direkt eingelesen haben. Sprich, sie sind auf jeden Fall in einem festen Zustand. Und wem das gerade zu blöd war, der, es ist kein Physik-Tutorial, es geht um PyCharm, PyTorch, sorry. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal hier wieder ruhen. Okay, also was wir jetzt hier haben wollen, ist dieses One-Hot-Encoding. Jetzt müssen wir natürlich noch rausfinden, welches One-Hot, also welches eigentlich der Buchstabe ist. Und das ist eigentlich relativ simpel. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Das heißt char to index in index. Und rein kommt natürlich ein char. So, und wie bekommen wir das Ganze jetzt natürlich raus? Naja, wir wollen sagen return letters, das heißt meine ganzen möglichen Buchstaben, Punkt find. Und find ist die Funktion, die euch den Index angibt, das heißt für zum Beispiel A kriegen wir 0, für B kriegen wir 1 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir jetzt hier unseren char reinstecken, dann sucht diese Funktion hier einfach diese Liste an Letters durch, ob der Buchstabe drin ist. Und falls er drin ist, gibt er einfach die Position von diesem Buchstaben in der Liste zurück. Das ist ziemlich praktisch, das ist eigentlich ja genau das, was wir suchen. So, und ja, jetzt brauchen wir natürlich noch die zweite Kategorie. Wir wollen das Ganze in einem Tensor haben. Das heißt, wir brauchen jeden Buchstaben als Tensor. Das heißt, wir brauchen hier einen char-to-Tensor. Und müssen natürlich hier einen char reinmachen. So logisch dürfte sein, dass wir hier diese char-to-Index-Funktion benutzen. Was wir jetzt hier machen ist, wir bauen uns einen neuen Tensor. Das heißt, wir schreiben hier einen Return-Wert red. Und das wird erstmal ein Zero-Tensor. Das heißt, da stehen nur Nullen drin. Und zwar in einer Dimension. Das heißt, wir haben hier die Sizes. Und naja, wie lang soll denn das sein? Also das ist immer noch die Sizes sozusagen. Hier vorne wollen wir eine Dimension haben. Hinten wollen wir sozusagen jetzt unsere ganzen Buchstaben haben. Naja, wie viele Buchstaben sind das? Alle Letters. So, das heißt, wir haben jetzt einen Tensor mit der Größe. Also red.size ist gleich, das ist logischerweise wieder mal ein Tupel, 1, und dann die Anzahl an Letters, also len von Letters. Das ist unser Tensor, ich habe hier len vergessen, upsala, das hätte schief gehen können. Wir wollen natürlich jetzt einen Tensor haben, der genau für alle Buchstaben eine Möglichkeit bietet, nämlich entweder eine 1 oder eine 0. Und vorne dran brauchen wir eben noch die 1 für diese weitere Dimension, die wir uns gleich noch oder später noch angucken werden. So, jetzt, wie soll denn unsere 1 aussehen? Naja, an welcher Stelle muss denn jetzt unser Tensor 1 sein? Also überall stehen Nullen, weil das sind alles die Buchstaben, die es nicht ist. Und jetzt wollen wir die Stelle haben, wo der Tensor tatsächlich 1 ist. Also sagen wir hier an der Stelle 0, klar, weil wir die erste Dimension erstmal hier ignorieren müssen. Und jetzt an der Stelle, bam, und welche Stelle ist das wohl? Naja, char to index. Und da geben wir einfach unseren Buchstaben rein. Das heißt, hier wird jetzt char to index ausgeführt
Und wir sagen, an der Stelle ist er natürlich 1, der Tensor. So, und jetzt gehen wir einfach direkt zurück und wir sind alle glücklich. Das heißt, wir haben jetzt aus einem Buchstaben einen One-Hot-Tensor geschrieben. Das ist eigentlich so das grundsätzliche Vorgehen, was man immer macht. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch auf die Zeile ausweiten. Das heißt, auf den ganzen Namen im Endeffekt, weil in jeder Zeile steht ein Name drin. In der Datei habe ich euch letztes Mal gezeigt. Und ja, deswegen müssen wir natürlich noch den ganzen Namen in Tensor umwandeln. Also Name to Tensor. Und das ist jetzt im Endeffekt eine Zeile, die wir hier reingeben wollen. Aber Zeile gleich Name, also von dem her, ja, dürfte klar sein. Und jetzt sagen wir hier wieder mal red, also der Return-Wert, ich nenne den irgendwie immer red, ist torch.zeros. So, jetzt wird's spannend. Wie viele Nullen müssen wir denn haben oder was für eine Dimension brauchen wir denn jetzt? Naja, wir brauchen die Länge des Namens. So lang muss der Tensor hier vorne sein, dann eine 1, das ist diese 1 hier und dann natürlich die Anzahl an Buchstaben, das heißt len von Letters. Okay, jetzt haben wir erstmal die Größe von unserem Tensor. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch die Möglichkeit, irgendwie diesen Tensor zu setzen. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen diese char-to-tensor-Funktion hier und die benutzen wir jetzt. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir bauen uns mal wieder, also ich meine, im Endeffekt kennt ihr die Vorschleife ja auch recht gut. Das ist der Index hier, den wir bekommen und das ist der Buchstabe char, den wir bekommen. Und wir wollen natürlich was machen? Naja, wir wollen aufzählen und zwar den Namen. So, durch Enumerate bekommt ihr sozusagen hier vorne diesen Index i noch mitgeliefert. Das heißt, ihr braucht den nicht nochmal extra zu schreiben. Vergesse ich manchmal denke ich dran, heute denke ich dran. Wunderbar. Das heißt, jetzt sagen wir hier Return-Wert an unserem Index. Das ist ja der ite Buchstabe sozusagen. Das heißt, wir wollen an unserem iten Buchstaben an 0 natürlich an... Naja, an welchem Teil wollen wir denn jetzt hier die 1 setzen? Naja, ganz klar, das ist dieselbe wie hier. Also kopieren wir das einfach, wobei wir keinen Char haben. Doch, wir haben den Char sogar genannt. Wir haben ihn gleich genannt. Wunderbar. Das heißt, wir sagen hier 1. Perfekt. Und jetzt gehen wir einfach noch red zurück. Return red. Und ja, jetzt haben wir zwei unterschiedliche Funktionen. Jetzt haben wir hier einmal Char to Tensor und einmal konvertieren wir den ganzen Namen in Tensor. Und wichtig dürfte sein, dass wir den Char to Tensor natürlich hier in den Input stecken. Der Output wird im Endeffekt... Nein, nicht ganz. Bisschen anders. Ja, wir werden sehen, wie wir das Ganze hier noch encoden. Das zeige ich euch dann. Und ja, das ist erstmal so das Grundlegende, wie wir unsere Daten haben wollen. Das gucken wir uns jetzt gerade noch kurz an. Und zwar nehmen wir uns da jetzt einfach mal eins raus. Print Data von German. Achtung, wir machen das jetzt nur das erste Element davon, also das ist quasi der erste Name, der hier in Data von German drin steht und den wollen wir jetzt in Tensor konvertieren, das heißt, wir schreiben hier Name to Tensor und gucken uns mal an, was da so drin steht. So, und ja, das ist, wenn es denn fertig ist, sehen wir hier, dass es ein 6 Kreuz 1 Kreuz 56er Tensor ist, weil wir 56 Buchstaben haben wir hier oben in String.ASCII-Letters und diese 4 hier. ASCII-Letters, naja, was sind das? Das sind 26 Kleinbuchstaben, 26 Großbuchstaben, macht insgesamt 52 Buchstaben plus diese 4, die wir hier hinten dran haben. Das heißt, wir sind hier bei 56 Zeichen. Dann haben wir hier vorne immer eine 1, das ist immer so, das haben wir hier einfach festgelegt. Und dann haben wir hier 6 Zeichen, weil der erste Name weiß ich gar nicht mehr, was war denn der? War irgendwas mit 6 Zeichen auf jeden Fall. Schauen wir uns mal ganz kurz an. War Abing. Abing ist ein seltsamer Name, aber okay. Abing hat 6 Zeichen, das dürfte jedem von euch klar sein. Das heißt, wir haben hier eben diese 6 Stück. Gut. Und ja, jetzt könnt ihr mal ganz gerne gucken. Wir haben hier Columns 0 bis 18, 9 bis 37 und 38 bis 55. Ihr könnt gerne mal nachzählen. Das ist jetzt das G, dürfte das sein. A, Bing, das ist der letzte Buchstabe hier, weil wir hier bei 5 sind. Das heißt A, B, C, D, E, F und es ist ein G und alles andere ist 0 hier drin. So, und das ist so der Aufbau von unserer Datenstruktur. So wird die aussehen. Und wie wir die jetzt reinmachen in unser Netz, das wollen wir jetzt eben noch in den folgenden Videos machen. Das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.